Radio 1, auch in diesem Jahr wieder das offizielle Berlinale Radio, und das gibt uns das Recht und die Freude, am Schluss nochmal richtig Party zu machen mit all den Preisträgern und Preisträgerinnen, die wir bekommen. In dem Fall sind es tatsächlich nur Preisträger, also drei Männer haben abgeräumt in einem ganz speziellen, ganz besonders wichtigen Wettbewerb, der traditionell übrigens immer hier auch am Anfang steht. Am Anfang feiern wir immer die Berlinale Shorts, also die Kurzfilme, und das sind erstaunliche Werke, also Werke, die wahnsinnig viel erzählen, in kürzester Zeit formal hochinteressant sind. Also wir haben die große Freude, die drei jungen Männer hier begrüßen zu dürfen, die die Preise bekommen haben. Zunächst der Audi-Preis, der eine ganz wichtige Auszeichnung ist. Und die geht in diesem Jahr nach Deutschland und Libanon, also eine Co-Produktion. Ein Regisseur aus dem Libanon, Street of Death, Karam Hossein. Hey, welcome. Congratulations for the Audi. Thank you. Thank you so much. And vielleicht könnt ihr mal ganz kurz nur die erste Strophe anstimmen von Happy Birthday to You. Dann hat heute Geburtstag. Happy Birthday to you. Special for you. Dear Karam. Congratulations, yes. And what a gift. Also ich merke gerade, dass keiner der Preisträger es wusste. Sie sind also alle gerade gerührt, umarmen sich, liegen sich in den Armen. Ja, that's a surprise for everyone here. And what a gift. I mean, this is amazing. Congratulations. Can you believe it? Two beautiful things. Wonderful moments. Birthday. And it's my first shorts being part of Berlinale. Thanks to, for Berlinale and Berlinale Shorts, Maika and the wonderful team. And Audi, it's a wonderful moment. Yeah. Also er ist sehr glücklich, natürlich dank der Berlinale, sein erster Kurzfilm, und dank Maike eben die gute Seele der Kurzfilme, darauf kommen wir auch noch, aber er kann es natürlich nicht so richtig glauben und freut sich sehr. Dieser Film Street of Death ist ein sehr persönlicher Film, it's a very personal movie, it seems to me so, so telling the story of that street, going to the airport, and there are a lot of stories, a lot of elements, but mostly it's for me a movie about man, young man, or the image of man in the Lebanon. So was it your goal to tell something about how do young men feel in that country? I revisited that area where I grew up as a teenager last year, and I've been filming in the area before, and I moved for sure when I was 18, but something inside me, I felt I want to revisit that area and tell that story of that suburb and that street, which is a lower class area, and to show the stories of those people and that area and the tough life and yeah, the man and the teenage days, how you live in a tough way and a tough life. Ein sehr komplexer Film, tatsächlich über eben seine Gegend, die er kennt, schon von Jugend an. Er hat sich irgendwann da wegbewegt, mit 18 Jahren hinweg, aber er ist immer wieder zurückgekehrt, hat auch immer wieder dort gedreht und erzählt ihm die Geschichten von den Menschen dort. Das ist ein sehr hartes Leben, da geht es wirklich tough zur Sache, da sterben auch Leute, auch Freunde von ihm, davon erzählt er auch. Aber es war ihm wichtig, diese Geschichten im Tier zu präsentieren, mit denen er so vertraut ist, also die seine Geschichten auch sind. Und das tut er wirklich in ganz erstaunlicher Weise. Vielleicht nochmal ein Beifall für den Audi-Preis in diesem Jahr, Street of Death. Das ist also der erste Preis. Ja. Und wir kommen zu Silber. Also der silberne Bär ist ja für den Kurzfilm immer so eine schöne Schale, auch Gold übrigens. Also es sind so große Taler gewissermaßen, keine Vollbären, sondern eben talerhafte Bären, wenn man das mal so sagen darf. Dieser Preis, also Silber, geht nach Mexiko. Der Film heißt, ach, ich kann ja auf Deutsch einfach mal sagen, Träumerei in der Prärie. Ich kann es auch mal auf Spanisch versuchen. Ensueño en la Pradera, something like that. Ja, okay. Der Regisseur ist Esteban Arangoiz Julien. Congratulations for Silver. Amazing. That's your prize. Great. Das ist ja, Wolfgang Hamdorf wird für uns wie immer übersetzen, das ist ja doch interessanterweise ein Film, wo man gar nicht so ganz genau weiß, welches Genre du da wählst. Also es könnte auch eine Fiktion sein, und dann merkt man auch, da wird sehr schön erzählt von einem jungen Mann, der aus Mexiko in die USA gegangen ist, sehr aktuelles Thema übrigens, aber wieder zurückkehrt, weil er da nicht richtig heimisch wird. Und dann aber irgendwann heißt es, die Geschichte, die ich euch erzählt habe, stimmt eigentlich gar nicht. Ich muss jetzt die Wahrheit sagen, sonst ist es kein Dokumentarfilm. Also du spielst hier sehr mit den Genres, denn Dokumentarfilm ist es ja trotzdem nicht. Yeah, in español o yeah, español, we have. Okay. Sí, creo que el cine es un punto de vista, no y mucha gente cree que el documental es la verdad, ¿no? Entonces yo para contar esta película y para poder compartir con ustedes mis sensaciones y mis preocupaciones del país, quería utilizar lo que necesitara, ¿no? Para poder completarla. Y
Also Film ist ein erster Form, Standpunkt. Film ist ein Standpunkt, also ja. wie man die Welt auch sieht. Und man sagt immer, der Dokumentarfilm ist die Wahrheit, aber es stimmt ja in dieser Form nicht. Und ich wollte einfach die Möglichkeiten, die ich habe, nutzen, um auch zu erzählen, was mich auch in der Situation meines Landes ja. besorgt macht. Ja. Y al final creo que no importa qué partes de la película son ficción o qué partes son documentales, porque al final todos se refieren a una realidad. Y no es nada más la historia de él, sino que es la historia de muchos jóvenes que están viviendo esa misma disyuntiva, que van a regresar ahora de Estados Unidos, ahora con las nuevas policies de Trump, van a regresar 300,000 jóvenes de Estados Unidos, y me pregunto qué van a hacer cuando llegan a un país que realmente no les ofrece muchas oportunidades, ¿no? Entonces también es una manera de decir, no es nada más la historia de él, sino que es la historia de todos los jóvenes de México que van a regresar de Estados Unidos, ¿no? Und ich glaube, es ist auch gar nicht so wichtig, ob das jetzt Fiktion oder Dokumentarfilm ist, sondern es geht ja auch nicht nur um diesen Mann, sondern es geht ja um diese ganzen vielen jungen Männer. Es sind jetzt nach den neuen Gesetzen von Trump, sind es wahrscheinlich über 300,000, die zurückkehren nach Mexiko. Und was werden die da vorfinden? Das Land ist ja auch gar nicht darauf vorbereitet und es gibt ja auch gar nichts für sie. Y por último también uno para poder mantener al espectador en tu película necesitas darle drama, ¿no? Generalmente lo que ellos buscan es drama. Entonces, al final yo también les digo, oye, no veas esta película como una película dramática. No sientas que, o sea, no te estés preguntando qué le pasó a Gaspar, por qué desapareció, sino que piensa cómo está afectando todo esto, ¿no? En eso. Entonces también eso es otra de las. Ja, und es ist natürlich, der Film gibt auch Drama, deswegen das sucht der Zuschauer auch dieses Drama, aber am Schluss sage ich auch, gut, es ist ja nicht das Entscheidende auch, wie diese Geschichte ausgeht, sondern es geht ja wirklich das darzustellen, was eben auch gerade passiert. Also ein sehr raffiniertes Spiel, auch mit den Formen in diesem Film und ein Film, der auch übrigens wie der Film aus dem Libanon etwas zu tun hat mit Gewalterfahrungen, der also von Gewalterfahrungen spricht, die jungen Männer ja da auch mitbringen, beziehungsweise auch in ihrer Heimat erlebt haben. Der Silberne Bär, also er geht nach Mexiko. Vielleicht nochmal ein Beifall für Esteban. Und wir kommen damit jetzt eben zu Gold. Liegt ja hier auch auf dem Tisch und ist von Ihnen auch schon bejubelt worden. Also der Film Kleine Stadt, Small Town, ein portugiesischer Film. Diogo Costa Amarante hat diesen Film gemacht. Diogo. Und wir gratulieren nochmal ganz herzlich. Congratulations again for that beautiful, very poetic movie about a young child. It's a young boy dreaming. And there are dreams in your movie. You are so combining dreams and everything. And we see in the movie, how hard it is to grow up. You know, he is a little boy, but he's so much afraid of death and things like that. So it's a heavy stuff in a way. You are telling that story in a very poetic way, but it's really a great question. Do I have to die or have all the people that I love so much to die? So how did you came to that idea? Exactly, thinking about what you just said. Yes. Yeah. Yes. And then expressing what I would feel thinking about it. Did you remember your own heavy dreams? When you were a child? Yes, actually, like when my sister told me the story that happened, that's why I decided to make the film, because I immediately reminded what happened to me when I was about his age. And I discovered with a book that a hand of mine gave me, and it was like, why did grandfather have to die? And it was like, beautiful, and blah, 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 and I was absolutely terrified for like weeks. And I don't know, somehow I felt it was a very beautiful moment that really is a transition when we start to think about that question. In dem Film geht es ja um die große Frage eines kleinen Jungen, der schläft und der hat furchtbare Angst und der träumt ganz schlecht, weil er immer darüber nachdenkt, werde ich sterben, werden vor allem die Leute sterben, die ich liebe, meine Mutter vor allem, wird sie sterben? Und das ist eine wichtige Frage, die muss man sich irgendwann stellen. Und da erinnert sich Diogo auch genau dran. Das war bei ihm als Kind genau. Seine Schwester hat es ihm dann erzählt, da hat er sich wieder daran erinnert. Es gab auch ein Buch, Großvater muss zu sterben, ein Buch, was er sehr mochte und das ihn zu dieser großen Frage gebracht hat. Der Film verbindet eben auch Realität und die Träume dieses Jungen. Und ich wüsste natürlich jetzt gern von dir, it's a very special movie, very poetic, in combination of fiction and non-fiction in the movie. And dreams for. So, what do you think now? You have the Golden Bear, most important award for short movie in Berlin. What is it for you? I need like 1 week at least to understand what's happening. I'm not here, sorry. So, enjoy that week to realize what happened. Congratulations again. Diesen sehr schönen, sehr berührenden und poetischen Film.
kleine Stadt. Und noch eine Frage an Maike ganz kurz am Schluss. Maike Höhne ist nämlich die gute Seele. Seit vielen Jahren sammelt sie eben diese fantastischen Filme und liebt jeden Einzelnen. Und ich weiß, du würdest am liebsten sehen, dass jeder einen Preis bekommt, weil du an allen Filmen hängst. Aber was wirklich auffällig ist bei diesen drei Filmen, wie komplex die sind. Die sind alle nicht länger als 20 Minuten und es wird so viel verhandelt. Es ist auch formal, sind das revolutionäre Filme, wirklich neu erzählen, eine neue Form. Ist das so typisch auch für diesen Jahrgang? Ja, es war ein sehr, sehr starker Jahrgang und ich wollte nicht in der Jury gewesen sein. Ich bin super happy, aber es ist, wie du sagst, irgendwie so, wir mögen die alle. Es sind ganz, ganz spannende Filme und morgen Abend gibt es die Preisträger hier im Cinemax und es gibt auch morgen im Kino Sonntag nochmal zwei, drei Programme über die Stadt verteilt. Ich lege euch die sehr ans Herz. Unbedingt, Maike. Dir vielen Dank, dass du bei uns warst. Natürlich jetzt auch eine gute Erholung nach dem Ende und euch vielen Dank, Glückwunsch nochmal. Thank you so much. Das sind also die Gewinner der Shortfilm Bären in diesem Jahr. Herzlichen Dank euch. Congratulations.